Hallo, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Video. Heute geht es um den jüngsten Finanzplatzfokus meiner Kollegin Ulrike Bischoff. Liebe Uli, deine Analysen zum Thema Finanzplatz Frankfurt haben ja schon eine richtige Tradition. Über 15 Jahre, über ein breites Themenspektrum, Brexit-Einfluss, Nachhaltigkeit, Bankenranking, alles dabei. Ein besonderes Augenmerk legst du auch immer auf die Entwicklung der Bankbeschäftigung in Frankfurt. Was gibt's da Neues? Ja, genau, Marion. Die Frankfurter Bankbeschäftigung. Das ist das Thema meiner aktuellen Finanzplatzpublikation. Entgegen des rückläufigen Trends in Deutschland hat sich die Bankbeschäftigung am Standort Frankfurt in den letzten Jahren recht solide entwickelt. Seit wir unsere letzte detaillierte Beschäftigungsanalyse vor rund einem Jahr veröffentlicht haben, hat sich das Bild am Arbeitsmarkt gewandelt. Damals war unsere Prognose insbesondere vom Konsolidierungsprozess in der hiesigen Bankenlandschaft geprägt, sodass wir bis Ende 2023 einen Rückgang der hiesigen Bankenbeschäftigung erwarteten. Nun kommen vermehrt andere Determinanten zum Tragen und wir haben unseren Betrachtungszeitraum nach hinten raus verlängert. Dementsprechend erwarten wir bis Ende 2024 einen leichten Anstiegstrend nun für die Frankfurter Bankbeschäftigung. Das heißt konkret, einen leichten Anstieg um rund 1.000 bzw. 1,5% auf dann etwa 67.200 Mitarbeitende in den hiesigen Bankentürmen. Was einem dabei ja sofort in den Sinn kommt, sind die Themen Demografie und Fachkräftemangel. Was bedeuten diese Themen für die Zukunft der Bankbeschäftigung in Frankfurt? Mittlerweile grassiert der Fachkräftemangel über alle Branchen hinweg hierzulande. Im Finanzsektor ist perspektivisch von einem sich noch beschleunigenden Fachkräftemangel auszugehen. Denn auf die ausscheidenden starken Jahrgänge der Babyboomer folgen schwächere Jahrgänge ins Erwerbsleben nach und dies wird auch noch akzentuiert durch den recht hohen Altersdurchschnitt im deutschen Finanzsektor. Somit ist der Fachkräftemangel zu einer bedeutenden Determinante für die weitere Beschäftigungsentwicklung geworden, die Demografie gar zu einem limitierenden Faktor. Zudem benötigen die Banken insbesondere in den drei Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Regulierung immer mehr Mitarbeitende. Und zwar mehr, als mit diesen Qualifikationen in absehbarer Zeit auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sein dürften. Insofern erwarten wir einen Anstiegstrend für die Bankbeschäftigung am Standort Frankfurt, aber eben einen gebremsten. Okay, das heißt Demografie und Fachkräftemangel als bedeutende Faktoren für die weitere Entwicklung der Bankbeschäftigung. Gleichzeitig ein hoher Bedarf, das sind eigentlich gute Aussichten für die Bankbeschäftigung in Frankfurt. Also wir freuen uns auf neue Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank.